next time. Aber schon mal hier leere Straßen vorzufinden. Sonst habe ich ja hier immer die Probleme, mit Kollision hatte ich vor allem hier immer die Probleme gehabt. Guten Tag. Aber jetzt kommt so die Ecke, die ich am meisten gehasst habe. Mit dem Gelenkbus. Weiß nicht, ob das hier war oder an einer anderen Stelle. Aber auf jeden Fall sehe ich mehr in der Aufnahme als auf dem Bildschirm. Das ist auch echt krass. Okay, das war doch an einer anderen Stelle. So, NW77. Geradeaus. Ach, diese Sounds. Das ist echte Kunst, solche Sounds herzustellen. Also ich könnte sowas nicht. Um ehrlich zu sein. Da ist auch keiner. Auch okay. Die Ampel, die dunkel geschaltet ist, das sieht man auch nicht alle Tag in Omsi. Lululul. Keine Frage, dass sie aus und neu einsteigen wollen. Mann. Ist ja hier auch mal eine Seltenheit. Das war eine Ecke, die nicht so sehr bedient wird. Oder beziehungsweise Fahrgastaufkommen hier nicht so hoch ist. An anderen Ecken. Ich glaube, gestern ist es auch, als Aufnahmezeitpunkt. Gestern. Heute ist der 18. Ihr werdet es wahrscheinlich zwei Wochen später sehen. Ist dann der AT425 rausgekommen. Den wollte ich mir holen. Werde ich mir wahrscheinlich schon geholt haben, wenn ich, wenn das Video hier rauskommt. Mal sehen, also der von DCG ist ja absolut grottig, also da muss man echt das Morphe Soundpack da installiert haben. Damit man dieses Fahrzeug überhaupt einigermaßen fahren kann.
grafisch und so und funktionsmäßig ist das andere von 3D zu um einiges besser. Muss ich sagen. Wir hatten ja hier einen Block A und B. Oh Gott. Na komm, Ampel. Sei doch nicht so zu mir. Ach, ich kann auch fahren, ich hab doch die Busampel da. No, dämlich. So, die 66, die wechselt jetzt hier die Spur. Ich muss mich auch wechseln. Auch da wieder, da fehlt die Linie. Das war richtig. So, bevor die Busampel sich das wieder anders überlegt. Halt ja mal lieber raus aus der Ecke. Boah. Ach, ich bin auf der richtigen Spur, das ist super. Das ist ganz super. Straße, lese ich das richtig? Genau, Halbmannstraße. Dann ist es auch nicht mehr so weit. Wenn die Ampel mir den Feierabend gönnt. Das ist natürlich Voraussetzung. Bei den Ampeln, da weiß man ja nie so genau, ob sie einen den Feierabend gönnt oder nicht. Ey, war richtig. Ich glaube es zumindest. Ja, hier sieht man ja null. Was? Reich hier. Und sehr ampelreich. Wirken. Muss ich mal eben schauen, ob ich dann auch wirklich richtig bin. Ja, wirken auch. Machen wir mal wieder hier ein bisschen mehr Licht hier. Und dann sind wir ja schon fast ein Speyer aus. Klar, das sagt die eine Linie, bitte nur eine Linie durch, glaube ich.
Sag mal, noch mal was anderes hier. Muss ich ehrlich zugeben, das gefällt mir. Es ist schon ruhig. Nicht so viele Fahrgäste. Dennoch muss ich aufpassen auf den Linienweg. Hier kann ich gerade ausfahren, glaube ich. Merken wir dann. Später an der nächsten Haltestelle. Aber es müsste... Genau. Ach, hier kann ich... Hier kann ich nicht das Licht aus anlassen. Hier muss ich das ein bisschen wieder dunkeln. Genau, sie kann ich echt gute Kilometer machen nachts, ne? Ich zwar in der Welt nicht wirklich was, aber vielleicht auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Nachts fahre ich halt auch nicht so oft. Ampel, lass mich doch endlich Feierabend machen. Auch wenn ich noch ein bisschen Weg habe. Nee, die Ampel. Okay. Hätte ich vielleicht früher sagen sollen. Da hätte dann echt das Grün gekriegt. Das ist aber auch eine miese Ecke. Mein Mund ist so trocken. Ich habe auch gerade wieder vergessen, mir was zu trinken hier hinzustellen. So, dann muss ich doch hier rein, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Und ich irre mich nicht. Ach, doch, richtig. Also dann so eine kleine verschlafene Siedlung, ja. Da ich wahrscheinlich auch nicht schneller als 30 fahren. Ich habe ja auch kein Temposchild gesehen, aber ich fahre trotzdem mal 30. Zweite Friesenstraße. Ja, dann haben wir es ja bald hier.
unseren zweiten Nachtkurs meinte ich hinter uns gebracht. Muss ich jetzt vor der Insel oder hinter der Insel? Hinter der Insel. Wieso würde ich so mitfahren wollen? Ist doch schon ein sehr großer Unterschied, ob man jetzt Tag oder Nacht fährt. Also tagsüber würde ich wahrscheinlich die Ecken wiedererkennen, aber nachts glaube ich hier gerade eher weniger. Bei welcher Straße darf ich jetzt da einfahren? Aber geradeaus durch, ne? Yep. Das ist dann ein bisschen verwirrend, wenn man diese Hilfspfeile schon lange nicht mehr hatte. Normal. Da muss man einfach wieder richtig drauf schauen auf die Pfeile. So richtiger Retro-Omsi-Feeling. So ganz ohne orangen Hilfsfall. Na komm, Ampel, was ist denn jetzt hier? Bist du eine solcher Ampeln, die nie grün werden? Das wäre bitter. Oh, anscheinend doch. Stummkopf. Stumpfkopf, meine Güte. Nee, kann aufsteigen will. Ist irgendwie so eine Autobahnauffahrt oder sowas? Mann, aber die Ampeln gönnen mir aber auch keinen Feierabend heute. Also keinen frühzeitigen Feierabend. Liebe Ampeln, lass mich doch. Danke. Griesbach? Wo muss ich lang? Doch, da. Okay. Guten Tag. So, jetzt darf ich wahrscheinlich einmal hier. Genau. Wie ich es mir gedacht habe. Mal ein bisschen mehr ausholen, damit man hier. Oh. Jetzt mal Richtung Lauenstraße, aber
müsste ja dann rein theoretisch dann Rathaus kommen. Alter, was sind das denn für Ecken hier? Entschuldigung. Aber nachts sieht man so schlecht was. Hier will keiner raus, okay. Aber biegen muss ich hier trotzdem. Ach, das war die Ecke, die ja so sau eng war, glaube ich. Also die Strecke hat es schon in sich, das muss man sagen. Bahnhofstraße. Sind wir doch hier, glaube ich, richtig. Genau. Man sieht aber auch bei Nacht echt den Bordstand null. Ja, das schildert jetzt um, aber ich fahre ja nicht zurück. Ich hätte da meine Schicht hier. Ja, hier fehlt noch ein ordentliches Fall. Ich schätze so ein End. Boah. Der war auch eine miese Endhaltestelle hier. So. Damit endet dann die Aufnahme hier. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Omni 2 Omnibus Simulator. Bis dahin. Tschüss.